27. Ja, zwiebelt. Plus 9 durch die Waffe und plus 7 durch den Sturmangriff, oder? Also Geschwindigkeit halbiert Geschwindigkeit und halbiert 4. und 4, ja. Ja, was mit der Hakon tun? Ja, ich greife mit einem Wuchtschlag an. Plus 2 mache ich. Schlag 2. Das ist gelungen. 2 TP oben her. Wo war das noch? Müsste eigentlich genau daneben sein, die schwarzen Würfel. Genau. Plus 2 mehr. Zauber Ja, also. eingetragen. Ja, dann spritzt der Schleim von dieser ekelhaften Larve, von dieser Made auf und vor allem in Richtung von Travigor. Du bist geschützt durch dein Schild. Was möchte Goggelmoggel tun? Ich würde meinen Wurfspeer bereit machen. Den hatte ich in der Hand gehalten. Jetzt muss ich mir aber erstmal eine Position suchen, aus der ich gut werfen kann. Das heißt, ich würde mich von jeder Seite kann ich die schlecht sehen, deswegen würde ich mich etwas rüber bewegen. Okay. Kann ich so hier auf den Tisch gehen, so in etwa? Ja, warum nicht? Okay, dann nächste Kampfrunde. Ich hatte dich ja mit Aktion Position und einmal einen Angriff angegriffen. Ich würde gerne den Schild weiter festhalten und das Schild in mich einverleiben. Dazu würfel ich einfach eine Körperkraftprobe gegen dich. Würfel mal auch Körperkraft. 7 zu 12, dann siehst du, wie das Schild weiter in den Blob eingesogen wird und du aktuell nicht mehr parieren kannst. Priodo, sag ich schon, Travigor. Travigo, also ich denke mal, das Vieh hat vor mich vorgezogen Genau, mit sozusagen. der 12. Ja, okay, dann haue ich nochmal wuchtig drauf. Eine Attacke plus 7. Also Wuchtschlag plus 7. Ah, leider nicht. Ja, dann Hakon. Zwei. Das ist wahrscheinlich ein Wuchtschlag 5. Ja, ein Wuchtschlag plus 5. Ja, jetzt hast du es mich auch hier eingetragen, vermute ich. Da Ja, war die da war 2 die. eben nämlich noch nicht. Gut, dann 16 Stück. Weitere Spritzen, weiter in Richtung von Travigo und sicherlich auch ein kleines bisschen was Gorgelmoggel erreicht. Sie kann einmal hochspringen und mit einem Platzen zerspringt der Galatwürfel. Ihr dürft jeweils einen W20 würfeln für Dinge, die man aus einem Galatwürfel looten kann. Travigor, der Kadaver eines Esels mit einem gefüllten Ölfass auf dem Rücken. Ist das ein Esel? 16. 3W20 Kupfermünzen gut verteilt im ganzen Körper. Goggelmoggel. Und das Skelett. Okay. Das Skelett war wohl kein Mensch, der Oberkörper, sondern der war wohl eher zwergengroß. Der Brustkorb ist aber viel gedrungener und eine große Anzahl von Rippen mehr, die den Brustkorb und das Herz dann auch wohl schützen. Das muss der Oberleib eines Zwergen gewesen sein. Was war das für ein Wesen? Ah, das sieht doch ein bisschen klein für einen Menschen und viel zu stämmig. Kann das ein Zwerg gewesen sein? Ein Sulak war das nicht. Die sind kleiner. Sulak? So nennen wir uns selber, uns Goblins. Ah, okay. Naja, auf jeden Fall ein Unglücksrabe, genauso wie dieser Esel. Das Fass, da scheint Öl drin zu sein. Können wir irgendwas damit anfangen?
Vielleicht für deine Laterne noch. Für die Laterne tatsächlich, ja. Ich habe noch genug, aber vielleicht brauchen wir das noch. Ich würde sie jetzt erstmal hier stehen lassen, oder? Ja, vielleicht können wir es sonst nachher auch anzünden. Ja, der ganze Schleim, diese Säure tropft da wohl auch noch runter. Und es wäre glaube ich, ganz gut, wenn dieser Schleim erstmal runterlaufen könnte. Währenddessen sammelt Gorgelmorgel erstmal ein paar Silbermünzen und Kupfermünzen auf. Und was ist mit den 3 Dukaten, die ich da drin gesehen habe? Die sind wohl verschwunden. Du weißt nicht genau wohin, aber du suchst ein bisschen in den Schleim und ja, du musst deine Suche einfach einstellen, weil deine Finger fangen einfach an zu brennen. Ja, ah, scheiße. Hakon, lasst ab. Ich habe genug Geld in meiner Baronie. Da brauchen wir uns jetzt nicht hier die Fingerwund zu suchen. Ja, ja, tut mir leid, aber das hat so schön geglänzt. Hier kannst du welche haben. Guck mal, habe ich gefunden. Oh, die gibst du mir? Ja, wir können die uns ja teilen. Wir sind ja Freunde. Das ist eine Menge Geld, stattlich. Ja, herzlichen Dank. Bin ich jetzt reich? Noch nicht ganz, aber du näherst dich. Oh, wenn ich reich bin, dann kaufe ich mir so ein schönes Kleid wie Priodur. Ja, reicher an Erfahrungen zumindest. weiter, oder? Ja. Ja. Ja, wenn ihr mal hinhört, das Schlurfen ist weniger geworden, beziehungsweise hat erstmal aufgehört. Wände? Sich wirklich bewegt haben oder ob das nur eine Illusion war, aber zumindest scheint es so, als ob dieser Schleim von den Wänden vielleicht von diesem Galadwürfel kam oder von diesem Maden-Ding vielleicht das Alupier zurückgelassen, als er damals vor vielen Jahren hier gebrütet hat. So könnt ihr den Raum durchstreiten. Weitere Tische, die hier am Rande stehen, weitere Stühle, die ihr dann zurücklasst und wenn ihr dann in den nächsten Raum könnt, könnt ihr da tatsächlich das erkennen, was schon angedeutet war. Thronsaal ist wohl nicht richtig, aber Rittersaal, ja, ja. Hier könnte er gesessen haben. Weitere Wandgemälde, die allerdings nicht so ein Eigenleben, ein magisches Eigenleben haben, wie das oben der Fall war. Aber ihr könnt erkennen, dass Alupir hier wohl genistet oder gebrütet hat. Ihr könnt auf der einen Seite der Wand der Ecke erkennen, wie dort wohl ein großes Nest aufgetürmt worden ist aus Knochen. Zahlreiche Knochen, die hier gedreht und gebeugt worden sind, zu einem gewaltigen Vogelnest. Sicherlich 5 Schritt breit. Und eine weiße Ritterrüstung, die angenagelt worden ist an der Wand, gemeinsam mit einem Skelett. Ist die... Seht ihr das? Hat die einen weißen Banner oder einen weißen Wappenrock oder ist die wirklich weiß, die Rüstung? Ein weißer Ritter, ja. Erkennt man da irgendwelche Symbole dran? Tja, Heraldikprobe. Da mache ich gerne mit. Ist auch erleichtert, ich würde aber allerdings sagen um 3. Heraldik 43 mit Lungen. Ah, ich habe 32. Ich wollte gerade sagen, aber 12, 4, 7, das reicht mit einem THW von 12. Ja, also du reimst es dir kurz zusammen. Schwarzer Fels ist drauf und ein kleiner Drachentöter, ein kleines Drachentöter-Abzeichen. Also, das war wohl vielleicht kein großer Höhlendrache, aber so ein kleiner. Da hat er auf alle Fälle die Ehre bekommen. Weil er irgendwas Kleineres erschlagen hat, vielleicht ein Perldrachen oder so. Das muss Bergott von Schwarzenfels sein. Das ist die Rüstung von Bergott. Armer Kerl, der wurde an die Wand genagelt. Die Ritterrüstung ist auch im guten Zustand, bis auf eine große Bisswunde im Brustbereich. Und das sieht so aus, als ob da Drachenzähne durchgedrungen wären. Ansonsten ist sie im guten Zustand. Oh, oi, oi. Sollten wir die vielleicht mitnehmen?
Ich trag die nicht. Ich meine, eigentlich, auf dem Rückweg, nicht jetzt. Eigentlich sollten wir ihn darin, glaube ich, beerdigen. Ich weiß nicht, wie das ist. Vielleicht können wir die Geweihten fragen draußen. Sind zwar keine Boron-Geweihten, aber die wissen das bestimmt. Was meint ihr? Da ist doch niemand mehr. Das sind doch nur Knochen. Ich befürchte, das war der Ritter. Ja, ja. Aber warum willst du den jetzt verbuddeln? Weil es sich so gehört. Das macht man bei uns, bei den Zwölflingen so. Oh, ach so. Bei uns werden die einfach, naja, dahin geworfen. Und dann essen die Tiere sie. Ja, genau deswegen verbuddeln wir sie, damit das nicht passiert. Und dass sie in Boruns Hallen kommen natürlich. Ach so, wir kommen in die große Sule zurück. Und dann kommen wir wieder. Genau das wollen wir verhindern. Andere Völker, andere Sitten, aber darüber können wir uns ja auch später Gedanken machen, denke ich. Also hier scheint diese Lanze auch nicht zu sein, oder? Nee, ich sehe keine Lanze. Ah, das wäre auch merkwürdig, weil der Drache hat ja Angst davor und hier muss er wahrscheinlich geherrscht haben, würde ich fast sagen. Du meinst, dass er da in diesem Nest gesessen hat? Ja, ich denke schon. Aber wir das Nest durchsuchen. Aber das würde auch den Zwergenkörper erklären. Vielleicht hat ein Zwerg probiert, hier den Drachen zu töten. Aber ja. Ach stimmt, das macht Sinn. Die mögen keine Drachen. Das Nest durchsuchen. Also ich will mich da nicht allzu nah ran trauen. Ich glaube, die Lanze ist zu groß, als dass die da versteckt sein könnte, oder? Was meint ihr? Ich würde trotzdem ein bisschen rangehen. Weil wir sollten sicher sein, nicht, dass wir sie dort wirklich übersehen. Ja, wenn du herantrittst, siehst du, wie gesagt, zahlreiche Knochen von vielen, vielen Menschen. Auch weitere Spuren von Blut, auch schon schwarz und angetrocknet, ekelhaft verkrustet. Das ist wohl das von den Mordbrennern, die hier gekämpft haben. Du kannst sehen, wie zahlreiche weitere Flammenspuren, die sind, sich hier wohl auch gebildet haben an den Wänden. Und aber ansonsten, außer den Knochen, ist das Ganze leer. Zum Glück wohl auch keine Eierschalen. Also Travigor, ihr hattet recht. Dort ist auf jeden Fall nicht die Lanze drin. Ja, und ich vermute mal, ich hab die Karte falsch gelesen. Wir kamen ja von der Wendeltreppe, oder? Und der Raum davor, das war dieser Speisesaal und hier sind wir im Thronsaal. Das heißt, wir müssen noch weiter runter, oder? Ja, wenn ihr das sagt. Nun, wir brauchen diese Lanze. Dann werden wir wohl oder übel weiter runter müssen. Aber was machen wir denn jetzt noch mit dem Toten? Wollen wir ihn wenigstens abhängen oder wollen wir ihn da hängen lassen? Lass uns ihn abhängen. Ja, das wäre wahrscheinlich berungefällig. Ja, und Travigor würde ja vielleicht mit Hakon die Rüstung zumindest von der Wand lösen. Okay. So könnt ihr herantreten und ihn dann herunternehmen. Das holt ihr die Wände, die Nägel aus der Wand? Also ich würde halt probieren, irgendwie einfach an der Rüstung zu ziehen mit Kraft. Ja, dann machen wir eine Körperkraftprobe. Ziehst und ziehst und passiert nichts. Reißt dir ein bisschen den Finger auf, ein Schadenspunkt.
Eieiei. Da bin ich am Nagel hängen geblieben. Lass mich mal versuchen. Ja, zumindest der erste Nagel auf deiner Seite ist raus. So dass der Arm jetzt so ein bisschen nachgibt und er dir halb entgegenfällt. Ihr müsst ihn erst so ein bisschen locker wackeln. Dann geht er schon. Ja, ich schnapp mir mal so einen Knochen aus, also einen richtig langen Knochen aus dem Knochenhaufen und versuch den mal als Werkzeug zu verwenden, um die Nägel zu lösen. Ja, finde ich gut. Fingerfertigkeit, warum nicht? Ja, mit Geschick. Oha! Oh, 25? Schicksalspunkt? Nee, das wird eine lustige Geschichte. Gut, du versuchst so ein bisschen zu ziehen und zu zerren und du hast wohl irgendwas an der Rüstung berührt. Plötzlich merkst du, wie wohl eine weitere schamanische Falle ausgelöst wird und ein großer Flammenstrahl von der Rüstung auf dich schießt und finsteres Drachenfeuer dich einhüllt. 2W6 plus 6 TP. Ich spring zurück. Aua. Organmogel steht in Flammen. Vorsichtig! Oh, und ich würde probieren. Roll dich auf den Boden! Travigor schnappt sich seinen Mantel und versucht damit, das Feuer auszuschlagen. Ja, es ist unglaublich schmerzhaft stinkendes Fleisch, was euch von Goggelmoggel qualmend entgegenschlägt. Und nachdem du so ein bisschen den Mantel über sie ausgebettet hast und Goggelmoggel sich mit ihren Armen hin und her wirft, auf den Boden wälzt und irgendwelche guten Hinweise von Harkon gegeben werden, könnt ihr grob 2 Minuten später Goggelmoggel wieder aus dem Umhang holen. Das ist eine schlechte Idee gewesen. Aua, wow. Ja, hier ist tatsächlich wirklich alles voll mit Fallen. Also, wie viele Lebenspunkte hast du, Goggelmoggel? Aktuell 17. Vielleicht sollten wir den wirklich erstmal ein bisschen noch hängen lassen. Ich meine, der hängt ja schon eine Weile. Ja, ich glaube, beim nächsten Mal sollten wir auch einen Magier mitnehmen. Au. Oh, arme Goggelmoggel. Muss Schnappes trinken. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Bleibt am besten hinter uns. Ihr seht etwas angeschlagen aus, Goggelmoggel. Ja, könnt, das mache ich. Wir können auf euch nicht verzichten. Das schöne Fell. Aber wollt ihr uns weiterhin begleiten nach unten? Ja, sonst begebt ihr euch noch in Gefahr. Ja, so könnt ihr mit schmerzendem Fell und roter Haut wieder den Rückweg antreten durch die Halle und taucht dann wieder in der Säulenhalle auf, wo das Buch ist, wie man kämpft, reitet und Bier trinkt. Und könnt dann zurück zu der Wendeltreppe kommen, die ein weiteres Stockwerk wohl nach unten führt. Sowas wie Gesindequartiere hattet ihr hier noch nicht gesehen. Eine Küche für den Rittersmann. Das muss ja noch eine normale Ritterburg sein. Also ich folge mal tatsächlich Harkon, sodass wir nicht womöglich noch mehr Fallen auslösen. Ja, ich bin diesmal extra einen anderen Weg gegangen, um noch mich umzuschauen. Weitere Vorräte, die du da erkennen kannst in einem Seitenarm und wohl auch noch einige Schwerter, Rüstungsteile nicht, aber Schwerter, die allerdings schon leicht rostig sind, also der Zahn der Zeit, Satinaf hat er den wohl nicht ganz so gut mitgespielt. Aber wenn du wolltest, könntest du dich hier mit Schwertern und Streitkolben ausrüsten. Ich guck mir die an und schüttel leicht mit dem Kopf. Nee, ja, oben kannst du noch so eine Markierung erkennen. Schwert plus 1. Was auch immer das zu bedeuten hat. Schwert plus 1.
Auf der anderen Seite stand auch irgendwelche Zahlen. Du kannst eine besonders große Barbaren-Streitaxt erkennen. Du kannst darüber sehen, einfach nur die Markierung, das muss ein W sein oder ein D. Entweder ein W oder ein D. Uralt, einfach angelaufen und ein Moster, was dazwischen klebt. Also entweder das W oder das D, wie auch immer das geht. Und dann der 12. W oder D12. Also das ist wieder was für die gesinnte Gewalten, glaube ich. Ja, und mit so einer Axt, nee, damit komme ich nicht klar. Da bleibe ich lieber bei meiner Waffe. Wollen wir weiter? Ja, würde ich sagen. Ich bin jetzt etwas intellektuell überfordert, muss ich zugeben. Ja, so geht ihr wieder in die Treppe. Die Stufen nach unten, bis ihr dann in einem weiteren letzten Stockwerk wohl nach unten kommt. Hier endet zumindest die Treppe und das muss der zweite und letzte Stock nach unten sein. Dann, wo auch immer die Lanze war, oben war sie wohl nicht, da seid ihr euch relativ sicher und könnt so dem Gang folgen, der euch über zahlreiche Meter in den Fels gebohrt in einen nächsten Raum führt. Ihr seid sicherlich, wie lange war es, irgendwelche zwergische Meisterhandwerker, die das hier gemacht haben müssen, waren sicherlich 50 Schritte hier gegangen seid, bis ihr dann in eine Kaverne vor einem großen Brunnen steht. Da ist der Brunnen, der ist auch eingezeichnet auf der Karte. Das heißt, hier rechts geht es ab, da steht, ich kann es gar nicht richtig erkennen, hier... könnt ihr das erkennen, was da steht, Hakon? Auf der Karte? Tut mir leid, da steht irgendwas mit hier... Irgendetwas klickert aus dem Brunnen. Oh, schon wieder was Unheimliches. Wir sollten aber besser nachgucken, bevor wir weitergehen. Riecht ihr was, Gockelmuggel? Ja, versenktes Fell. Oh. Tut mir leid, ich kann gerade nichts anderes riechen. Na gut, ich bin wohl dran. Ich werde jetzt davor gehen und mal in den Brunnen reinschauen. Ja, und damit macht es Travigor. Initiative. Dann bin ich bei einer Initiative von 8. Ich würde ganz gerne ansagen, einen gezielten Biss bzw. Stich, eine weitere große Larve, die jetzt allerdings mehr Käfer- oder insektenartig aussieht und weniger wie ein Blob, die mit einem Schwanzstachel nach dir stechen möchte. Au. Das ist zumindest die Ansage, die ich tue. Ich würde versuchen zu parieren. Okay, dann würfel ich erstmal die Attacke. 14, nicht getroffen. Oh, was ist das für ein Vieh? Dann bin ich dran, oder? Ja, Travigor. Ich schlag auf das Vieh ein. Ich hoffe, ich habe mein anderthalb Händer schon in der Hand. Ja, klar. Gucken uns gerade in einem großen Keller. Mhm. Rachen sind hier zu erwarten. Keller und normaler Angriff erstmal. Oh, das ist super Attacke. Das ist aber nicht. Das ist aber kein bestätigt. Ja. Nur der normale Schaden, halbe Parade. Das Ding, ja, versucht auszuweichen. Halbiertes Ausweichen. Du kannst Schaden machen. 15. Dein anderthalb Panda saust, durchschneidet das Ding, Chitin spritzt, grünes ist das Blut. Das Ding kippt zur Hälfte wieder zurück in den Brunnen und die andere Hälfte liegt mit einem ekelhaften Flatschgeräusch vor dir und zieht Schlieren von deinem anderthalb Händler.
Wenn du siehst und dem Ding nachblickst, unten im Brunnen leuchtet wohl irgendwas. Noch weiter in die Tiefe. Wasser ist da nicht drin. Bei Pereine! Was sind das für widerliche Viecher hier? Passt auf, bleibt vom Brunnenrand weg. Vielleicht sind da noch mehr. Boah, das sieht irgendwie lecker aus. Das hat mich angegriffen. Ja, aber leuchtet mal bitte noch weiter in den Brunnen. Habt ihr es da auch gerade irgendwie aufblitzen sehen? Ja. Nein, die Laternen blenden mich. Stimmt, irgendwas hat da geleuchtet. Aber seid vorsichtig. Ja, ich würde da nochmal reinleuchten mit der Sturmlaterne. Ja, du siehst, als ob da sich unten irgendwas bewegt, irgendwas leuchten. Sind das Kristalle? Eine Höhle. Da braucht man jetzt ein Seil oder ein dickes Tau. Da scheint es weiter zu gehen. Sollten wir uns hier erstmal umschauen? Was meint ihr? Also, erstmal horchen, ob noch von irgendwo anders her irgendwas kommen könnte. Ich wollte gerade sagen, also wir sollten definitiv, wenn wir dort runtersteigen, hier oben alles gesichert haben.